neue Stufe und ein neuer Tag. Also für euch, für uns nicht, weil wir haben jetzt einfach direkt hinten dran weiter aufgenommen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2, meinem absoluten Suchtspiel gerade mal wieder. Ja, die nicht ist schlimm, die Gameplay-Runde. Also Lieblingsspiel muss ich sagen auch. Wobei Lieblingsspiel finde ich immer so einen blöden Begriff. Weil das würde heißen, dass das nur dieses eine Spiel ist, was mein Lieblingsspiel ist. Aber ich habe ja auch andere Lieblingsspiele. Tezu spiele ich unheimlich gerne, komme ich im Moment absolut null zu, weil ich für euch so viele Sachen am Aufnehmen bin aktuell. warte mal. Haben wir die? Was sich jetzt so anhört wie ein Vorwurf an deine Community. Nein, das mache ich doch gerne. Vor allen Dingen, ich will, also sagen wir es mal so, Disney Dreamlight Valley verschafft mir jetzt aktuell, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau bis wann, ich meine sogar diesen Monat irgendwann kommt noch das Update, verschaffen die mir jetzt gerade auch noch ein bisschen Luft, weil da habe ich jetzt die letzte Folge aufgenommen und muss jetzt erst, oh, ich dachte gerade, du stehst da links. Was? Ich habe in der letzten Folge zu viel über Horrorspiele geredet und habe total vergessen, dass wir hier die Vogelscheuche hingesteckt haben. Jetzt sagst du schon, ich wäre eine Vogelscheuche. Oh mein Gott. Vielleicht machst du dann noch ein Namensschild von Epi oder so. Ja, das kann man weiter nicht. Epi bei der Arbeit. Ja, dann, warte mal. Nee, Schilder gibt es, glaube ich, nicht, wo man was draufschreiben kann. Das wollten wir, glaube ich, extra nicht. Damit da nicht irgendwelche Ferkeleien draufkommen oder so, nehme ich mal an. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Ach so, mit den Blumen, da wollte ich noch geguckt haben. Da ist, genau, wir haben ja 3 neue Blumen dazu bekommen. Das ist allerdings nicht die, die ich jetzt gerade hier habe. Das ist eine andere, oder? Die Sevilla-Tulpe. So eine rote. Ist die neu? Eine rote? Ja, das kann gut sein, ja. Also ich weiß, da war eine Tulpe bei. Es kann sein, dass die rot war, ja. Da war eine Nelke dabei. Die war blau. Und noch eine andere. Ich glaube, das war die hier unten. Ein Gänseblümchen müsste das gewesen sein. 3 sind auf jeden Fall neu dazugekommen. Aber, naja, gut. Ich meine, meine private Farm ist jetzt 134, 136. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass die auch noch dahin kommt hier. Aber wir sind ja schon gut auf dem Weg mit Level 59. sind wir ganz schnellen Schrittes dann richtig auf dem Weg. So, hier muss ich noch nichts. Jetzt ist die Frage, sollen wir... Wir haben jetzt so viele Medaillen, ne? Und wir können ja auch, schnell nochmal nachgucken, wir können ja auch, ach so, ich wollte das eine doch mal kurz verändern hier. Wir können ja auch Terraforming machen. Das heißt, dafür brauchen wir ja keine Medaillen. Okay. Wären jetzt 2 Fragen im Endeffekt. Sollen wir, opala, sollen wir die, ihr Schweine. Und damit meine ich jetzt die richtigen Schweine, weil die blockieren nämlich gerade, dass ich das hier runter machen kann. Du weißt gerade nicht, wovon ich rede. Aber die Leute, die gerade zuschauen, die wissen, was ich meine, wenn man das sehen kann. Hä? Wieso ist hier ein einzelnes Schwein auf der anderen Seite? Ich hatte keinen Bock auf die anderen. Ja, anscheinend. So sieht das hier aus. Jetzt mal ohne Scheiß, wieso ist hier ein einzelnes... Also wenn es bei den Schafen wäre, wüsste ich, das ist dann das schwarze Schaf. Vielleicht gibt es ja auch ein schwarzes Schwein. Und wieso kann ich die jetzt nicht markieren? Hallo? Also ich habe die markiert, aber... Jetzt kann ich sie setzen. Das war jetzt auch gerade ein bisschen komisch. Naja. Ich habe das jetzt mal auf die andere Seite gemacht. Aber wirklich verstanden habe ich es jetzt nicht. Hast du die irgendwie aus Versehen gelöscht oder so? Oder hast du im Nachhinein eins dahingestellt? Ich habe mit den Schweinen gar nichts gemacht, seitdem du die umgestellt hast. Irgendwie, ich habe doch da kein... Ich muss mir mal die Aufnahme angucken, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe doch da kein einzelnes Schweinchen dahingestellt. Das kann doch nicht alleine da einfach rumhampeln. Jetzt muss ich nicht ernsthaft diesen Kram hier verschieben. Hey Leute. Ist das euer Ernst hier? Muss ich das jetzt alles hier komplett ummodeln, um eine einzige kleine Kante hier mal eben umzuformen? Du willst nicht wissen, was ich hier gerade versuche und warum das nicht klappt. Ich hab...
So. Ernsthaft. Dafür musste ich jetzt den ganzen Dreh hier verschieben. Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ich liebe dieses Spiel, aber manchmal verstehe ich es nicht. So, dann können wir jetzt die Schweine eigentlich so lassen, wie die jetzt hier sind, oder? Sind jetzt hier alle ausgefüllt? Ja, aber das kann doch trotzdem nicht sein. Das sind die restlichen Schweine. Das war doch komplett voll. Ich verstehe es wirklich nicht. Die sind aber auch nirgendwo anders, dass man jetzt gesagt hätte, okay, beim Umziehen oder so sind die plötzlich weg gewesen, weißt du? Nee. Also, dass die wieder zurückgegangen sind, sozusagen. Ich habe die jetzt nochmal aufgefüllt, also wundere dich nicht, dass das jetzt... Ach so, ich hatte vorhin, auch bei mir auf der Farm, ist eine Kuh runtergefallen von der Erhöhung, ne? Oh nein! Die kam nicht mehr hoch. Also ich hab das beobachtet, hab dann mal zwei Jahreszeiten gewartet. Die bleibt da unten und rennt immer vor dieser Wand und will immer da hoch und kommt nicht da hoch. Nee, jetzt ernsthaft? Ja. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal das schafft. Also quasi wie hier, wo wir jetzt die Schweine haben. Genau. Und dann genau. Hast du oben Kühe drauf. Ja, yeah, und die ist wohl runtergefallen. Vielleicht habe ich sie auch runtergeschoben, das weiß ich nicht. Ob ich die runtergeschoben habe oder eine andere Kuh hat die da runtergeschoben. Also normalerweise, ich denke mal spätestens, wenn du dich ausloggst, aber auch vorher, glaube ich, nach einem gewissen Zeitraum, resetten, also damals ja. Zumindest, resetten die sich. Ja, das denke ich auch, dass das passiert. Die sich wieder sortieren dann. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Jetzt haben wir da die Blümchen noch oben drin. Die Schweine-Dings. Kann man das eigentlich... Moment, das muss ich... Alter, erschreckt mich nicht so. Diese ganzen Jumpscares heute. Ich sollte weniger Horrorspiele gucken, ob die was für mich sind. Das ist ja schlimm hier. Moment, mit E nach oben und ein bisschen weg. So, so. Oh, das ist doch ein schönes Bild. Zumindest rede ich mir das ein. Das ist doch ein tolles Bild. Da haben wir direkt eine Übersicht über die ganzen Schweine. Das ist schön. Und meine armen Zuschauer, die müssen das jetzt alles mit erdulden und erleiden, wenn ich hier mal wieder in den Fotomodus gehe. Es tut mir wirklich leid. Zumindest ein Teil von mir. Einem Teil tut es wirklich leid. Der andere Teil freut sich einfach nur darüber, dass man dann mal ein Bild gemacht hat. Ach so, was ich eigentlich fragen wollte, aber eigentlich, naja, weiß ich nicht, ob das... Ich hatte überlegt, ob wir da wegen dem Füttern diese Troge reinmachen sollen, aber dafür sind die eigentlich zu klein, oder? Von den Feldern her. Bei den Schweinen jetzt, oder was? Mhm. Ja, es sei... Ja. Also bei mir, da habe ich halt diese mega langen Streifen, halt eher die, weißt du? Ja, ich habe das ja nicht so gemacht wie du jetzt, also ich habe ja da was anders gemacht. Ja, du hast hier alle kreuz und quer in einen, ne? Nein. Ja, aber... Doch. Verbunden. Ja, aber das ist verbunden. Nee, das ist aber schon eine Schweinesorte in einem Loch. Nee, du hast verschiedene, die alle durch... Ja gut, zwei, glaube ich, hast du höchstens zusammen. Aber irgendwo hast du Stellen, das sind verschiedene, die alle in einem Loch rumwandeln, glaube so. Glaube ich nicht, sondern... Also ich habe die pinken und die schwarzen, glaube ich, habe ich nebeneinander gemacht und in der Mitte habe ich so einen Trog gemacht, weil ich nur einen brauchte und habe das mal ausprobiert. Das hat auch funktioniert auch ganz gut. Ja gut, kommt drauf an, wie viele das sind. Wie gesagt, bei mir, das sind ja diese langen Streifen. Wir können schon wieder verkaufen, Birnen sind voll. Ich weiß nicht, was du gerade zu tun hast, sonst könntest du mal eben... Ach ja, das hat sich auch geändert. Dazu habe ich auch ein Update-Video rausgebracht. Also wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich vor einigen Tagen. Weil unsere schönen Farmen, die wir angelegt haben, also wir alle. Ja gut, der Epi hat, glaube ich, keine Farm direkt angelegt, aber ich habe eine angelegt. Zwei andere, die ich noch kenne, haben sowas angelegt. Extra, wohlbemerkt, um Wolle zu farmen. Und nachdem das alles so schön erledigt war, zwei Tage später kam ein Update raus und die ganzen Bambusbäumchen haben keine Wolle mehr, sondern machen jetzt nur noch Salat. Ich hab euch alle verraten, weil ihr alle so komische Farmer seid. Da habe ich denn, das gibt's doch nicht. Wir müssen Schafe reinbringen, die Wolle machen und nicht irgendwelche Bäume. Ey, manchmal denke ich wirklich, der Entwickler hat irgendwie einen Trojaner bei mir installiert oder so. Weil ich habe doch dieses Video gemacht,
was du für welche Tiere brauchst und was du immer vorrätig haben solltest und am besten dann für Notfall, dass du dann was abpflanzen kannst und so, ne? Wie mit dem Salat halt für die Kühe und so weiter. Ach, das ist noch nicht... Okay. Und kurz darauf wurde das irgendwie alles umgemodelt. Also, ich weiß nicht, also, mittlerweile kommt mir das sehr spooky vor. Das ist wirklich, jetzt fange ich auch schon mit diesen englischen Begriffen an. Ich finde das immer so, na, lächerlich ist das falsche Wort, aber so komisch, befremdlich, das ist das richtige Wort, wenn man auf irgendeinem Kanal ist, hier auf YouTube, also auf dem Gaming-Channel beispielsweise, oder besonders da, und die Leute immer wieder ins Englische wechseln. Das ist total befremdlich. Ich kenne auch viele Leute, die das aufregt und die dann auch sagen, also nicht alle, aber einige, die dann auch sagen, ja, ich verstehe überhaupt nicht, was die jetzt eigentlich damit sagen wollen, weil ich kenne das Wort nicht oder die Wörter nicht. Und ich denke, ich habe zuletzt einen gesehen, der war sehr sympathisch, muss ich dazu sagen. Der fragt mich jetzt aber nicht nach den Namen. Da habe ich mal reingeschaut wegen dem Spiel, ob ich das Let's Playen möchte, ob das überhaupt was für mich ist, weil es war so ein Indie-Game. Ja, jetzt nicht so die beste Grafik, aber scheint so ganz gut zu sein. Und dann habe ich mal da reingeguckt und der war die ganze Zeit so auf Deutsch am Reden. Ist auch ein Deutscher, muss ich sagen. Also war aus dem Stream bei YouTube hochgeladen. Und auf einmal, seit dem Moment, ich vermute mal, man kann es ja nicht sehen, ne? Das ist wahrscheinlich von Twitch hochgeladen. Ich vermute mal, dass da einer reingekommen ist, der nur Englisch gesprochen hat und wahrscheinlich keine Deutschen dabei gewesen sind, die zugeguckt haben. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung, kann man ja nicht nachvollziehen. Und der war bis zum, also bis da, wo ich geguckt habe, und das war dann doch schon ein ganzes Stück, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob das jetzt was für mich ist oder nicht. Der war nur auf Englisch über dieses Spiel am Reden. Und ich denke mir, warum gucke ich mir das bei einem deutschen Gamer an, der dann die ganze Zeit nur Englisch redet? Da war ich auch so ein bisschen so, hm. Also nicht unbedingt enttäuscht. Und ich sag mal, mit den meisten Englischen, wenn es jetzt nicht so wirklich Business-Englisch oder so ist, habe ich ja an sich auch kein Problem. Auch wenn es schon sehr lange mittlerweile her ist, weil du benutzt es halt so nie. Also ich habe nie irgendwo was gehabt, wo ich das mal benutze, außer wenn du jetzt tatsächlich ein englisches Spiel hast oder so. Aber ich sag mal, bis auf das, ja, die bewässere ich mal nicht, weil bis dahin nehmen wir wohl nicht mehr auf. Bis auf das benutzt du ja normalerweise kein Englisch. Also fällt jetzt so auf Anhieb, nein, kann ich die mal noch machen? Ja. Fällt so auf Anhieb gar nichts an. Den weißen Doktorfisch brauchen wir noch, den haben wir nicht. Der ist in der Quest drin. Und laut der Quest haben wir den noch gar nicht. Na warte, dann lass mich hier mal gucken, was ich hier noch abernten kann. Ja, keinen von. Also, wir brauchen 20 in der Quest. Also, wir müssten mindestens 10 irgendwo mal hin tun. Wie teuer waren die bitte? Ja, Schande. Die waren weiter, also dementsprechend. 4680. Also ja, das geht, aber also zwei kann zwei. 50.000, da könntest du 20 auch hinmachen. Also wir haben ja gerade 270. Ja, beziehungsweise 18. Wie viel brauchst du jetzt für die Quest? In der Quest brauchen wir, glaube ich, 20. 20, ja. Ja, gut, dann okay, dann würde ich auch 20 machen. Ja, hast recht. Können wir die noch machen? Nee. Okay, pass auf, dann können wir. Wo hatte ich denn jetzt eben gesehen, dass da noch Fische waren? Da unten haben wir welche. Ja, oder ich lösche die einfach raus. Also hier diese Clownsfische, dass wir den Platz da erstmal haben. Weil das ist der letzte Streifen hier. Komm, ich lösche die raus. Ich meine, die sind jetzt, also so mini-klein sind wir ja jetzt auch nicht mehr. Und die sind jetzt auch nicht so extrem. Du siehst ja auch, wir kriegen da... weiß ich nicht, 1000 zurück. Das heißt, die werden so 2000 ungefähr gekostet haben für so ein 9er-Feld. Weil man kriegt, das habe ich schon drauf geachtet, nur die Hälfte zurück. Finde ich sehr, sehr schade. Kann aber sein, dass das im Original... Oh. Ich habe jetzt mal 3 gemacht. Also 27 haben wir jetzt. Ist okay, oder? Ja, das passt. Wir haben auch von einem Sasa Gänseblümchen nur 18, aber da brauchen wir 70. Also, das ist echt wenig. Och, jetzt kriege ich hier die Großaufträge vom Epi. Dabei habe ich überhaupt gar keinen Platz, wo ich die Sachen hinmachen kann. Warte mal.
Ja, theoretisch. Warte mal. Ich weiß, ich fange jetzt schon wieder damit an. Theoretisch könnte ich das hier umstellen, indem ich da jeweils zwei reinklaue. Und das dann nicht mehr mittig habe. Ist auch doof, ne? Obwohl. Na gut, andererseits. Nee, ist aber auch nicht schlimm. Wieso muss ich da eigentlich zwei reinklauen? Das Weil damit, du eine Reinklauerin bist. Du klaust ja immer rein. Nee, damit ich die dahinter setzen kann. Das war mein Gedanke. Okay. Nee, dann machen wir haben so. Wir von dem Hampshire-Schwein eigentlich nur so wenig? Weil wir kein Geld haben und ich muss jetzt noch die Blumen setzen, die du gesagt hast. Du hast wieder alles ausgegeben. Ich kann wieder nichts machen hier. Ah, das machen wir anders. Moment. Damit das ein bisschen hübsch auch dabei aussieht. Setzen wir das hier hin. Ich hoffe, die Blumen sind jetzt nicht zu teuer. 1300, das sollte aber gehen. Aber ja, das Schwein kostet auch nur 1300. Soll ich da nicht nochmal ein paar von setzen? Also wir haben jetzt vier Felder von den Blumen, die wir brauchen. Soll ich noch zwei Felder reinmachen? Weil dann darfst du natürlich keine Schweine setzen. Du bist schon wieder deine Schweinegrube am Rumfahren. Nee, mach ruhig. Ah? Ich will hupen. Ja, aber das sind zu wenig. Ich will hier hupen von hier oben aus. Du kannst nicht hupen. Jetzt haben wir nur 28, aber wir brauchen mehr. Aber gut, mach mal da hinten deine Dings. Ja, aber dann warten wir bis zum Frühling, würde ich sagen. Dann können wir noch mal einiges setzen. Dann kriegen wir noch mal Geld. Das Problem, ja gut, die brauchen nur eine Stunde. Das geht. Was mache ich denn hier? Hatte ich nicht eben irgendwo... Macht jetzt hier, damit der Epi da nicht reinfällt. Nicht die teuren Diamanten für sowas ausgeben. Nein, ich bin die am Versetzen. Ach so. Ich will das jetzt nicht irgendwie kaputt machen, oder? Das sind die hier. Ich will, mach das ein bisschen offener und mach dann die gelben Blumen da auch nochmal zwei als Streifen in die Mitte. Nur dazu, es sieht halt doof aus, wenn die Dinger... Ich weiß auch nicht, warum man die so... Es sieht zwar schön aus, ja... Aber warum man die so eingezäunt hat. Also bei Tieren verstehe ich das noch. Aber bei den Blumen weiß ich nicht. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und dann mache ich hier einfach so ein Rentner... wie nennt sich das? Rentnerpöller? Nee. Dass du halt nicht da runterfahren kannst mit deinem Traktor. So. So. So, die Ecken müssen gesichert sein, ne? Stellt euch einfach vor, dass ich... so einen Bauhelm aufhabe. Helm von der Baustelle. Bauhelm. Na, ihr wisst, was ich meine. Bob, der Baumeisterin. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so dekomäßig. Ich meine, die Schweine können auch so nicht rauslaufen, davon mal abgesehen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es war jetzt nur ein doofer Zufall, weil ich das gar nicht so machen wollte, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht. Aha. Die schönsten Sachen entstehen manchmal bei der Deko oder wenn man irgendwas herstellt oder sonst was, tatsächlich aus Zufall. Ist mir mal aufgefallen. Beziehungen zum Beispiel. Die besten Beziehungen entstehen durch Zufall. Hä? Ja, hätte mein Vater damals mir nicht das Spiel vorgestellt und ich mich dann nicht dazu entschlossen, doch nochmal zu gucken und das dann doch anzufangen, hätten wir uns nie kennengelernt. Weil das haben wir ja letztlich über, also über Teso. Ja, das stimmt. Ne? Darf man nicht vergessen. Da müssen wir diesem Spiel und Zenimax irgendwo indirekt dann auch ewig dankbar für sein. Achso, das muss ich zweimal runter machen hier dann. Dann war das jetzt aber trotzdem doof. Weil ich kann das sonst nicht markieren. So. Also das ist... Auch wenn man irgendwo eine Geschäftsidee hat oder so. Die besten Sachen, die einem irgendwo passieren, passiert meistens alles durch Zufall. Dass einer irgendwo durch jemanden, den er kennt, was mitbekommt und sich dann sagt, boah, das ist eine fantastische Idee. Da will ich investieren oder so. Weißt du, so... Mhm. So. Drücken wir beide Augen zu. Und dann haben wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen mehr von den Blumen. Dann passen wir mal auf, dass der Epi hier keinen Blödsinn macht.
Mir kam gerade der Timer. Bei dir kam der Timer. Aber jetzt doch noch nicht. Wir haben doch 5 Minuten noch, oder? Ja, ja. Das ist schön. So. Ach, was hast du denn jetzt hier gemacht? Ich hab dir doch gesagt, das sollst du nicht tun. Was denn? Ich hab doch nichts gemacht. Komm, ich sehe das doch. Wo denn? Geh da aus der Schweinegrube, da hast du nichts. Ich bin hier oben bei den Blumen. Die haben Angst vor dir, die Schweine. Jetzt hast du das ganze Ding voll gemacht. Bist du verrückt? Ich will die umsetzen. Was meinst du denn? Hier, da waren die nicht. Oh, das eine hast du nicht. Unser ganzes Geld verkauft. Genau, ich habe unser ganzes Geld verkauft. Das war der Epi, das habt ihr alle gesehen, oder? Ja, ja, ja. Ach so, kannst du die Nummer füttern oder hast du schon? Habe ich schon. Das habe ich jetzt vergessen. Also ich natürlich nicht, weil ich habe die ja nicht da reingetan. Aber wenn ich das gemacht hätte, hätte ich das auf jeden Fall vergessen. Dann hätte ich sie auch gefüttert. Wenn ich das gemacht hätte, hättest du sie auch gefüttert. Nein, der war gut. Wenn ich selber gemacht hätte, hätte ich die gefüttert. Ja, wie gesagt, ich hätte das da drin. Ich hätte das da drin anders gemacht. Ich hätte die so aufgebaut, dass du halt die Zäune dazwischen hast. Aber du hast ja gesagt, ich soll da die Wege. Ja, ich hätte ja nicht so gesagt, dass du es so komisch machst, aber ja. Du hast gesagt, ich soll keine Zäune reinmachen, sondern die Wege. Nein, dann kannst du auch hier zwischen Trennungen kannst du Zäune reinmachen, wenn du sowieso nicht da durchfahren kannst. Ja, du kannst schon da durchfahren. Also hier meine ich, könntest du Zäune machen, wo ich jetzt bin. Das Ding, da könnte ein Zaun sein, weil da könntest du nämlich noch ein paar mehr Schweine dahinstellen. Ja, ich weiß, das war ja meine Absicht. Ja, dann mach das doch endlich mal, Mensch. Sag mal, soll ich zu dir kommen und dich prügeln oder was? Ich kann dich auch. Das Schwein hat gerade ja genickt neben mir. Da, schon wieder. Das dahinter auch. Die nicken die ganze Zeit ja. Hallo? Nicht verwerten, die brauchen wir doch noch. Und für was denn? Ja, für die anderen Stellen, die alle noch kahl sind. Es ist nichts kahl. Bist du doof? Nein, ich bin dein Freund. Ja, heißt das, dass du nicht doof sein kannst? Wenn du mein Freund bist, heißt es ja automatisch, dass ich dich... Nein, das lassen wir mal. Was willst du jetzt? Ey, nein, keine neuen. Bist du denn bekloppt? Ich lauf doch hier mit 20.000 Zäunen oben rum. Wieso machst du jetzt neue? Sag mal, mich dafür schelten, dass ich kein Geld hier ausgeben soll. Und dann kommt hier sowas. Ey. Ey, geh weg. Das sind mal... So. Jetzt habe ich's dir aber gegeben. Dann gebe ich die jetzt hierfür auch aus. Der Epi kam ich jetzt mal. 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Aber die verwerte ich trotzdem nicht, weil die brauchen wir ja noch hier. So, wir können ja... Lass aber die Straßen bis nach unten, lass die mal. Weißt du, bis da, wo du dann quasi das erste bauen könntest. Macht schon wieder Blödsinn. Ich sehe das schon wieder. Du kannst gerne sehen. Alter, was sag ich gerade, dass wir die umsetzen und was machst du stattdessen? Ja, ich habe die weggesetzt. Ja, wohin? Hier oben. Schießt doch die Straße hier. Die hier, das war die, die da unten zwischen war. Aber auf welcher Seite willst du jetzt den Zaun haben? Hier oder da? Ja, da gucke ich gleich nach. Also es muss immer so 3-3 von den Feldern her sein. Das ist ja komisch, was du da willst. Oh, jetzt habe ich das Schwein aus dem Feld geworfen. Geh mal weg. Der Epi wieder. Du sollst pflegsam und freundlich mit unseren Tieren umgehen. Du sollst hier nicht die Schweine aus den Feldern rauswerfen. Doch. Also so langsam, das wird hier eine Freakshow. Ich bin übermüdet. Nein, bleibt auf eurer Seite. Wir wollen euch hier nicht haben. Wir bauen einen Zaun. Alle rosa Schweine wieder zurück auf die Westseite, bitte. Nee, die Ostseite, Entschuldigung. So, was ist mit euch drei Schweinen? Ihr geht direkt zum Metzger, wenn ihr nicht zurückgeht. Ist so böse. Das sieht so bescheuert aus mit den Zäunen jetzt. Das sieht so, Alter. So aus wie in so einer Masttierhaltung jetzt. Ich glaube langsam. Tag, du hast gesagt, ich soll das so machen. Nein. Ich hab... Geh mal zurück auf deine Farm. Ihr zwei
Ihr, wieso? Oh, die waren schon beim Metzger. Die liegen hier schon. Oh, okay. Dann kann ich den Zaun auch bauen. So, tut mir leid. Ja, aber hier sind doch Verkehrte. Guck mal, die kommen nicht rüber. Was hast du da gemacht? Ja, da hinten auch. Die sind schon für Metzger. Die sind da hinten schon tot umgefallen auf der anderen Seite. Hier, die... Oh, nee. Ja. Genau das. Die armen Schweine sind jetzt auf der falschen Seite. 1, 2, 3. Ja, toll. Und der Zaun steht genau falsch hier. Super. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Jetzt wird's dunkel. Mama, geh mal rüber, das Schweinchen. Aber der hat sich jetzt auf die andere Seite... Oh, ich muss ja gerade mal durch die Gegend schieben. Wie gesagt, es kann sein, dass sie da spawnen. Nach einer Zeit. Nein. Was ist denn jetzt mit euch hier los? Ich frag mich, was mit dir los ist, aber da kriege ich ja keine Antwort drauf. Ja, das geht nicht darüber, das Einschwein. So. So. 1, 2, 3. Kommst du mal hier rüber? Was machst du da? Kommst du... hallo? Hast du irgendwelche Probleme mit den Tieren? Sonst sollten wir vielleicht mal jemanden anrufen oder so. Ja, die hören nicht. So wie du. Ja, das ist logisch. Auf dich hört keiner. Jetzt weiß ich, was du bist. Du bist ein Schwein. Nein, du hast hier das Schwein, den Schweinestatus inne, ja? Nicht vergessen. Schweinchen, Babe. Es fehlt nur, dass deine Gegend rumläuft und dann immer so la 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 la. Ja. Also irgendwas ist mit dem einen schwarzen Schwein ein bisschen daneben. Das andere hat sich hier umgefallen. Vielleicht zu viel am Gras geschnüffelt oder so. Ja, hier ist auch viel Gras in der Schweinegrube. Irgendwie Dreck alles nur. Also nee, den hier kriege ich nicht rübergeschoben. Der will sich nicht schieben. Ja, der resettet sich spätestens, wenn wir rausgehen aus der Farm. Ich habe übrigens die Vermutung, obwohl, nee, das kann nicht sein, das war jetzt runter. Schon ist meine Vermutung dahin. Ich hatte eigentlich vermutet, dass dieser, diese Trophäe, die man unten immer sieht, die ist in der Regel voll, wenn du die Felder von den Blumen nicht nochmal bewässern musst. Du warst eben nicht verkaufen, oder? Ein bisschen, aber nicht viel. Ja, weil die Birnen sind immer noch komplett voll. Ja, Birnen habe ich nicht gefunden. Das ist wieder so komisch sortiert hier alles. Die sind an der Tür, also an der Eingangstür. Das sagst du immer und dann sind sie dann nicht. Doch. Entweder sind die, wenn du reinkommst, direkt rechts oder wenn du dann Richtung Mitte vom Platz läufst, sind die. Also eine von beiden sind die Bäume und das andere sind die Feldfrüchte halt. Ne? Nee, das kann nicht sein. Ist aber so. Hast du da hinten die einen Bäume noch abgeerntet? Oh Gott, du hast ja gar nichts abgeerntet hier. Und die Jahreszeit ist gleich durch. Ja, dann mach doch mal schneller. Ja, so schnell kann ich auch nicht machen. Ich muss doch als letzte Aktion hier meine Tomaten abernten hier. Also, Winter ist gleich vorbei. Sollten die im Winter sein, das Problem? Nein, ich baue sie ja nicht wieder neu hin. Das ist das auf das temporäre Feld hier. Ach so, nur abernten für die... Ja, ja, ich sehe schon. Ja. Der Bambus ist am Leveln. Juhu, juha, juhe. Welcher kleine Dreckskerl hat da hinten jetzt noch ein Port hingestellt? So richtig schön in die Ecke, dass das dann keiner sieht. Und dann noch so schön dazu auch noch eine Tankstelle, ne? Das habe ich die ganze Zeit schon gemacht und die hat es nicht gemerkt. Die Gelbeer meckert. Nee. Ich war vorhin noch hier drauf, da war das definitiv nicht drin. Das wäre mir aufgefallen beim Abernten. Es kann sein, dass es mir jetzt vielleicht eben beim letzten Abernten, weil ich nebenbei am Reden war, jetzt nicht so aufgefallen ist. Wobei ich jetzt auch am Reden war und ich das jetzt trotzdem gesehen habe. Der kleine Dreckskerl, der kommt direkt nach hier gefahren. Der weiß genau, wo ich bin und was ich meine. Nein. Warum hast du die Äpfelbäume nicht abgeerntet? Weil das nur Apfelbäume sind und ich nicht mehr viel Zeit habe. Und ich dann lieber die nachfolgenden Apfelbäume. Außerdem ist Apfelbaum voll, du Nase. Ja, habe ich ein paar Mal schon gesagt. Hast du nicht weggemacht. Komm. Boah. Das nenne ich mal Teamarbeit hier. Ja, sind die Birnen wieder da? Ja, die sind voll. Das habe ich dir jetzt schon mehrfach gesagt. Ja, super. Das ist immer mit dir das Gleiche. Die Äpfelbäume sind auch voll, glaube ich. Ich habe dich zweimal darum gebeten, dass du mal kurz verkaufen kannst. Beim ersten Mal hast du gesagt, ja, mache ich gleich. Beim zweiten Mal weiß ich nicht mehr.
Ja, ich war einmal, war ich jetzt was verkaufen. Da habe ich aber hauptsächlich die Fische, weil die auch voll waren, verkauft und irgendeine Obstsorte hatte ich, glaube ich, verkauft. Aber es hat wahrscheinlich nicht. Aber die einen Birnen brauchen wir als Quest noch, du Birne. Hä? Wieso sind die rechten vom Apfelbaum abgeerntet, aber die linke Reihe kann ich noch abernten? Was sind das? Hä? Hier ist übrigens auch noch Platz, wo wir es hinstellen können. Ne? Ich So, glaube, jetzt suche ich erstmal hier den was hatten wir Böden denn hier. vor, hier hinzustellen? Ich weiß es gerade gar nicht, weil hier ist alles so flach. Ich glaube, wir könnten ja eigentlich auch noch mal gut Felder hinmachen, weil Bäume, habe ich mal ausgerechnet, hätten wir genug Platz da hinten auf der Seite. Den Hubbel hier, den würde ich noch wegmachen. Ernte mal die Birnen jetzt eben. Ja, die sind doch schon weg. Hä, hast du die jetzt gerne, obwohl die voll waren? Ja klar, dann wäre die gelevelt. Ich sag doch, ich verkaufe gerade was. Nein, hast du nicht. Du bist neben mir gefahren, als ich die abgeerntet habe. Erzähl jetzt hier keinen. So, warte mal. Das mache ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz. Haben wir ja noch ein paar, ne? Das ist das Schöne, wenn das so viereckig ist, dann kann man das relativ mittig reinsetzen. Und dann nimmt der auch im Vergleich zu den anderen sehr viel weg. Man muss halt immer nur darauf achten, dass diese Kante, hier geht es jetzt leider nicht so, dass die mittig von dem Ganzen ist. Und dann macht der, ja nicht so wie hier jetzt, und dann macht der normalerweise dann das Ganze auch weg. Aber wenn man nur noch so kleine Reste hat, ja, muss man halt eben alles einzeln machen. Aber super, dann kann man hier auf jeden Fall noch bauen. Das war mein Anliegen. Und ich werde jetzt gleich offline noch mal gucken, dass ich da hinten noch mal ein paar Felder anbaue. Ja. Der Epi geht jetzt schon mal raus, weil der muss raus morgen. Das ist direkt neben den Tieren, die Schweine. Haben wir noch neue Schweine, die wir noch nicht gemacht haben? Oh, wir haben noch ein Schwein, was wir noch nicht haben. Das ist schlecht. Welches? Mit Level 70 kommt das erst. Ein Fleckenschwein. Das ist insofern schlecht, weil wir jetzt natürlich alle Schweine im Endeffekt schon hier untergebracht haben. Ja, oder wir machen das neben dem rosanen Schwein. Das könnten wir vielleicht noch. Weil hier hatte ich eigentlich vor. Oder hier vorne könnten wir das auch. Dann lassen wir das als Unterteilung für die Schweine. Und dann Mit machen wir anderen das. Worten, du hast wieder nicht aufgepasst. Ja, oder ich hatte es so vor, dass ich das tatsächlich als Unterteilung nehme. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber wie gesagt, erst Level 70. Vorher können wir das hier nicht machen. Ich bin nämlich am Überlegen wegen dem Teil daneben. Weil wir würden ja versuchen, ne, hardcore-mäßig zu spielen. Also kleine Ecken mal was ausbessern oder so, ja. Oder den Hubbel, den ich hier gerade ausgebessert habe. Das ist einfach nur, damit wir hier hinten die Bäume alle hinstellen können in einer Ecke. Hier wäre jetzt zum Beispiel was, da haben wir ganz viel. Also drei übereinander vom Berg. Da kannst du nicht viel hinstellen. Das könnten wir höchstens vielleicht so als Deko nehmen oder so, würde ich mal sagen. Heißt da mit anderen Worten, wenn wir da eh die Deko hinmachen. Moment, wo bin ich denn jetzt? Achso, da hinten geht das noch rein, genau, da hinten ist das. Das wäre dann da, wo ich jetzt gerade gewesen bin, dass ich da tatsächlich noch die Felder mache. Das heißt, damit wir. Oder ich mache ein ganz großes Feld. Obwohl wir haben noch so viel, was wir noch freischalten müssen, ne? Ja. Ja. Ich mache ein ganz großes Feld und wir können dann ja nach und nach immer einen Streifen, wenn wir was Neues bekommen, dann immer einen Streifen draufsetzen von dem neuen. Dann wird das halt nach und nach immer kleiner. Aber ansonsten können wir da irgendwelche Sachen anpflanzen, die wir vielleicht mal leveln müssen, die wir für eine Quest brauchen oder sowas, weißt du? Weil das ein ganz großes Feld wird. Da könnten wir dann theoretisch auch Sprinkler drauf machen. Okay. Wenn du damit einverstanden wärst. Jo. Also, ich sag mal, 59 Medaillons haben wir noch. Wofür brauchen wir die sonst, ne? Das stimmt. Im Endeffekt aber. zwei Sachen Sprinkler und noch was anderes. Aber das zweite weiß ich gerade nicht mehr. Ich bin jetzt trotzdem schon mal raus. Und ich sag mal auf Wiedersehen. Ja, der Epi verabschiedet sich. Ich verabschiede mich auch schon mal.
Und ihr wisst Bescheid, ich werde jetzt hier offline hier an dieser Stelle dann auch nochmal so ein paar Linien durchziehen, dass wir hier nochmal ein großes Feld hin machen. Und ja, dass ihr euch da nicht wundert, in der nächsten Folge sieht es dann hier ein bisschen anders aus als heute. Aber nur so ein bisschen. Vielleicht auch ein paar Sprinkler drauf oder so, müssen wir mal gucken. Der Epi ist schon weg, der hat noch nicht mal Tschüss gesagt. Doch, ich habe Tschüss gesagt gerade schon. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.